Liebe Internet-Community, ich begrüße Sie hier aus Straßburg. Die erste Woche nach der Sommerpause stand natürlich ganz klar unter dem Vorzeichen der Flüchtlingspolitik. Hier muss rasch gehandelt werden. Wir haben keine Zeit zu warten. Es gibt und gab eine gute Grundsatzrede von Juncker, wo er Europa bestätigt hat, dass es in keinem guten Zustand ist. Wir sehen die Bilder, jetzt auch mittlerweile Flüchtlinge, die von Dänemark nach Schweden ziehen wollen. Wir brauchen, so Juncker, eine Umverteilung von 160.000 Flüchtlingen. Wir brauchen die Quote in Europa. Dieses Thema habe ich auch angesprochen bei einer Konferenz vor dieser Straßburg-Woche in Luxemburg. Und hier muss es endlich eine Lösung geben. Die Innenminister treffen sich in der nächsten Woche. Und wir müssen dazu kommen und die Bundesregierung muss hier auch Druck auf die anderen Mitgliedstaaten ausüben. Wir haben mit knapper Mehrheit im Parlament unter der Überschrift Right to Water bzw. Recht auf Wasser endlich gegen die Privatisierung der Trinkwasserversorgung uns ausgesprochen. Wasser ist ein Gut für die Allgemeinheit und Trinkwasserversorgung gehört in die öffentliche Hand. Interessanterweise sehen das nicht alle Abgeordneten der CDU aus Deutschland hier. Dieses Thema muss nochmal politisch aufgearbeitet werden. Es kann nicht sein, dass wir diese Standards in Europa nicht halten. An dieser Frage sehen wir, wie wichtig das Europaparlament ist. Hier hat Europa, das Europaparlament, auch den nationalen Regierungen einen klaren Riegel vorgeschoben. In Fragen der Außenpolitik habe ich mich engagiert in die Debatte eingebracht zum Thema Israel und Palästina, Nahost, Friedensgespräche. Diese Gespräche finden aktuell nicht statt und sie müssen wieder aufgerufen werden. Mogherini als hohe Beauftragte nimmt sich dieses Themas an, geht auf die Arabische Liga zu, geht auch auf internationale Situationen zu, wie die Vereinten Nationen. Hier haben wir ihr nochmal ein klares Mandat ausgesprochen und gleichzeitig habe ich ausgesprochen, dass die aggressive aktuelle Siedlungspolitik Israels nicht dazu beiträgt, dass hier vertrauensbildende Maßnahmen für die Verhandlungspartner geschaffen werden. Ein wichtiger Schritt, die Siedlungen einzustellen, die Siedlungspolitik zu reduzieren, damit hier hoffentlich die Gespräche erneut stattfinden. Ein weiteres Thema waren die Iran-Verhandlungen, die nochmal reflektiert wurden. Wir haben hoffentlich jetzt auch durch die Unterstützung des US-Kongresses endlich die schwierigen Diskussionen, die schwierigen Verhandlungen zu einem Erfolg gebracht. Europa hat Mogherini hier unterstützt. Und in dieser Frage sieht man, wie erfolgreich auch diplomatisch verhandeln, zähe Verhandlungen sein können. Wir brauchen die Partner, die hier aktiv mit daran dazu beigetragen haben, insbesondere Russland, auch für die Lösung der Krise in Syrien, in der Krise zum IS. Und ich hoffe, dass hier Außenpolitik und nicht Waffen die Sprache sprechen, dass wir zur Lösung dieser Krise beitragen können, was gleichzeitig auch zur Lösung der Flüchtlingssituation der Syrer beitragen wird. Und in diesem Sinne geht es jetzt weiter, nächste Woche in die Ausschüsse nach Brüssel. Ich hoffe, dass Sie uns begleiten, die Sozialdemokraten hier mit unserer Politik im Europäischen Parlament. Sind Sie herzlich eingeladen, auf Facebook mich zu begleiten. Bringen Sie sich ein, fragen Sie, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns E-Mails. Alles Gute hier, beste Grüße aus Straßburg. Danke.